Zwei, die sich nicht gesucht und doch gefunden haben. Sie ist in Bayern geboren und er hat in Thüringen bei Harald und Barbara Unge aus Arnstadt das Licht der Welt erblickt. Sie trägt im Sternzeichen den Stier, er hat das Herz eines Löwen. Tina Kage wuchs im Erzgebirge auf und fortan waren Tiere, Natur und Landwirtschaft sowie die Pferde aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Ihre Großeltern vermittelten ihr die wichtigsten Werte und Kenntnisse über das Zusammenleben und die Zusammenhänge zwischen Natur, Tier und Mensch. Das hat sie geprägt. Bis heute hat sie sich Demut, Toleranz, Fleiß und Beständigkeit in ihrer Arbeit mit Mensch und Tier bewahrt. In ihrer Kindheit war sie umso mehr enttäuschter, als er auf der Suche nach ihrem Lieblingshamster, der Kater, einmal zuvor kam. Schnell wurde Hund Carly festes Familienmitglied, der bis heute ihr treuer Begleiter ist. Wenn man sich fragt, ob Tina erst laufen und dann reiten gelernt hat, kann das heute kaum einer beantworten, denn eigentlich ritt sie schon, als sie noch nicht auf der Welt war. Bereits ihre Mutter war begeisterte Reiterin und trug bei der Fuchsjagd die kleine Tina über manches Hindernis. Möglicherweise hat sie im wahrsten Sinne des Wortes die Pferde und die Reiterei in die Wiege gelegt bekommen. Tina schwang in ihrer Jugend auch gerne mal das Tanzbein im Karnevalsverein und ihr Berufswunsch der Erzieherin stand frühzeitig fest. Doch die Pferde und der Stallgeruch ließe sie einfach nicht mehr los. Sie machte später eine Ausbildung als Pferdewirt und lernte im zweiten Berufsweg den der Erzieherin, heute sogar mit Montessori-Diplom. Tina Kage saß früh im Sattel und feierte mit den Ponys Madison und Magic Filou erste Erfolge bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Springparcours. Ihre Teilnahme am Vierkampf bis zu den deutschen Meisterschaften ist einmal mehr der Beweis dafür, dass Tina ausdauernd, zielstrebig und vielseitig ist. In Sachen Reiterei legten die Eltern bei Tina Kage viel Wert auf Ausgewogenheit in Dressur und Springen. Doch ihr lag zunächst der Parcours mehr als das Viereck. Auch wenn sie schon mal bei den Landesmeisterschaften verkehrt herum in eine Kombination ritt und bis dahin die Meisterschaftswertung anführte. Es gibt Dinge im Leben, die einem nur einmal passieren. Vor genau 6 Jahren ging es dann konkret in Richtung Dressurviereck, als nämlich der 4-jährige Sohn des Quarterback mal Paradiesvogel zu ihr kam. DSP Quickstep, ihr erstes eigenes Pferd. Ein schicker und etwas gedrungener Brauner, der eigentlich nur zur Ausbildung einige Zeit bei ihr verbringen und dann weitervermittelt werden sollte. Tina betrat mit der Ausbildung eines jungen Pferdes Neuland. Vater Rüdiger, Anne-Kathrin Frenzel und Mario Henschel halfen bei der Ausbildung des 4-Jährigen. In dieser Zeit lernte sie das Dressurreiten lieben und auch Mario immer mehr schätzen. Der knuffige, braune Quickie, wie sie ihn liebevoll nennen, war talentiert, gelehrig und fleißig bei der täglichen Arbeit und entwickelte sich gut. 2014 gingen die drei nach Görlitz auf den Rosenhof, wo sie sich etablierten und DSP Quickstep weiter förderten. 5-jährig fiel der Quarterback-Sohn der Jury auf und gewann seine erste Dressurpferdeprüfung der Klasse A, qualifizierte sich im gleichen Jahr für das Bundeschampionat in Warendorf und kam dort bis in das große Finale. Auch ein Jahr später ritten die beiden in Warendorf im kleinen Finale vorne mit. Ein Meilenstein für das Paar. Wie sollte es jetzt weitergehen? Doch das Pferd vermitteln? Weitermachen und auf dem Gelernten aufbauen, aber wie? Tina und Mario haderten, zumal sie in der Dressur längst nicht die Erfahrung hatten, die es benötigte, um den Weg in höhere Kategorien zu gehen. Und wieder nahte Hilfe
Zweimal im Jahr fuhren sie zu einem der renommiertesten Dressurausbilder Norddeutschlands, dem Portugiesen Pedro Pavão, sogar bis nach Bremerhaven. Der Lohn für die Arbeit war dann der erste Sieg mit dem siebenjährigen DSP Quickstep in einer Dressur der schweren Klasse in Gompitz. Ein kleines Wunder. Quicky wurde im selben Jahr nach Ranglistenpunkten und Gewinngeld das dritterfolgreichste siebenjährige Pferd in Deutschland. Und doch stand immer wieder mal ein Verkauf des Pferdes zur Debatte. Allerdings hatte inzwischen auch Mario ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Und er sagt, wenn wir schon mal so weit alleine gekommen sind, dann sollten wir weitermachen. Und genau das zahlte sich aus. Beide, Tina und Quicky, ernteten weitere Erfolge in Dressur der schweren Klasse regional, bundesweit und auch im Ausland. 2021 der erste Zwei-Sterne-Sieg und in diesem Jahr endlich der allergrößte und lang ersehnte Erfolg, der erste Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse S, 3 Sterne in Röhrsdorf-Chemnitz und damit der 10. in einer Dressur der schweren Klasse und die verdiente Auszeichnung, das deutsche Reitabzeichen in Gold. Mit allen diesen Erfolgen ist für Tina ihr sportlicher Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Und wenn man sie fragt, was ihr größtes Glück und ihr Wunschtraum ist, dann sagt sie ganz bescheiden, das Lachen meiner Tochter Mia und mein Fanclub, der mitfiebert und mich anfeuert, wenn ich im Viereck das Beste gebe. Ich wünsche mir so sehr, dass meine kleine Mia vielleicht einmal ihre ersten Reitstunden auf Quick erleben kann. Mögen alle gesund, munter und motiviert bleiben. Sie bedankt sich bei allen, die hinter ihr stehen, die an sie glauben, ihr Vertrauen helfen und sie unterstützen. Sie bedankt sich bei ihrem Papa, bei Mario, bei ihrer Pferdeosteopathin Franziska Horschig, bei Heiko Stransky, Johannes Daume und danke, Quicky. Und wir sagen danke und herzlichen Glückwunsch zum goldenen Reitabzeichen in der Dressur, Tina Kage. Und da kommen die Repräsentanten des Landesverbandes Pferdesport Sachsen. Wir heißen sehr, sehr herzlich willkommen hier bei den Görlitzer Summer Weeks den Präsidenten Matthias Barth. Begleitet wird er durch den Vorsitzenden des Ausschusses Dressur Thomas Voss. Und ich gebe jetzt einmal für ein paar Worte ab in die Bahn an den Präsidenten des Landesverbandes Pferdesport Sachsen, Matthias Barth.